Hallo, wunderschönen guten Tag. Es gibt ein neues Video, ein neues Ziel, ein neues Land. Oh mein Gott, Gott hat mich ans Meer gebracht. Ich bin am Meer, es ist so fantastisch. Ich hätte niemals gedacht, dass ich am Meer stehen werde, dass es warm ist, dass ich meine ganzen warmen Sachen wegziehe. Ich war in England, so schlecht die alle. Und ich gehe jetzt ein bisschen mit den Füßen ins Wasser, weil es ist einfach zu unglaublich hier. Um nicht ein bisschen im Wasser zu sein, ich bin am Meer gelandet. Ich bin in Israel. Ich wollte eigentlich nach Ägypten gehen, aber ich habe am Montag in Glastonbury, ich habe noch einen Freund getroffen. Meinen persönlichen Jesus, ganz einfach. Und wir waren noch Kaffee trinken und er hat mich gefragt, ob ich mit rausgehe aus Glastonbury, ob ich in Wells Kaffee trinken gehe. Und dann waren wir in Wells Kaffee trinken und haben darüber gesprochen, dass ich jetzt nach Ägypten gehe, dass ich noch auf das Visum warte und dass ich noch kein Visum für Ägypten habe. Oh Gott, hier gibt es Muscheln. Also es ist unglaublich. Und dann hat er mir gesagt, dass der Ort, wo ich hingehen will in Ägypten, dass ich da in ein paar Stunden in Israel bin. Israel, Israel, ich wollte schon immer nach Israel, ich wollte schon immer in Israel, nein, also Israel war schon eine, das war ein unerreichbares, fernes Ziel, ein Gedanke, es war nicht mal ein Ziel, ich habe mich nie getraut zu träumen, in Israel zu sein. Und ja, wow. Und dann habe ich mich entschieden und habe gebucht und bin nach Israel, habe den Flug nach Israel gebucht. Ich habe es noch niemandem erzählt gehabt. Weihnachten in Jerusalem, Weihnachten in Bethlehem. Und oh Gott, es ist einfach tatsächlich, es ist so bewegend, es ist so berührend, es ist zum Niederknien. Es ist fantastisch und es ist unglaublich. Ich bin wahnsinnig berührt. Ich habe mein Hotel hier gebucht. Einfach irgendein Hotel gebucht, was günstig war. Ein super günstiges Hotel. Dann bin ich gestern Abend rausgegangen. Dann bin ich angekommen und habe erst mal gesehen, ach du Scheiße, nichts. Es steht hier alles auf Hebräisch. Ich kann nichts lesen. Ich kann nichts lesen. Es ist, ja. Keine Sprecher, die sprechen schon Englisch, aber erstmal, die unterhalten sich auf Hebräisch. Ich verstehe kein Wort, wenn die sich unterhalten. Ich kann nichts lesen und dann war es schon mal sehr herausfordernd, den Zug, den richtigen Platz zu finden, vom Flughafen zum Hotel zu kommen. Ach, ich muss mich hinsetzen, also Israel macht mich schwach. Es ist einfach unglaublich. Also, es ist schon schwer gewesen, den richtigen Zug zu erwischen und zu meinem Hotel zu kommen und nach dem Zug den Bus und eine Karte kaufen und alles auf Hebräisch, alles auf... aber es hat alles gut funktioniert. Ich wechsle aber trotzdem die Ansicht, weil es ganz einfach schöner ist, es mehr zu sehen, gehe ich davon aus. Und ich habe alles geschafft und habe ganz nette, bezaubernde Menschen kennengelernt. Alle Menschen sind toll, alle Menschen sind freundlich, alle Menschen haben mir geholfen. Und dann hat mir eine Frau, die mir noch gezeigt hat, welchen Bus ich nehmen soll, die hat einfach gesagt, ja, schau mal, da das Geschäft ist ganz toll. Und wenn du hier in die Geschäfte reinguckst, wenn du in die Supermärkte reinguckst, durchs Fenster, die haben Berge von Früchten. Die Früchte sind frisch und die Früchte sind bunt und ich freue mich heute wirklich. Also ich werde heute auf jeden Fall in irgendein Geschäft gehen, wo die diese bunten Früchte verkaufen. Ich bin dann gestern, ich musste mir eine israelische Karte fürs Telefon kaufen und jetzt habe ich 3 Karten. Und ich bin einfach so verwirrt, ich habe keine Ahnung, welche Karte die deutsche, welche Karte die israelische, welche die englische Karte ist fürs Handy. Aber dann muss ich meine Nadel auftreiben und dann werde ich das dann rausfinden oder werde ich die Karten beschriften, welche Karte für welches Land ist.
weil Internet kann ich hier jetzt nicht nutzen, weil ich glaube, wir haben zwar in dem Laden gestern hin und her getauscht, der extra nochmal für mich aufgemacht hat. Also ich bin dann gestern mit dem Bus angekommen und dann bin ich in diesen Nussladen reingegangen und die verkaufen Nüsse und getrocknete Früchte und Oliven und hat mir Oliven und getrocknete Früchte und Nüsse gekauft natürlich. Und dann bin ich in den Telefonladen, um mir eine SIM-Card für hier zu kaufen, damit ich Internet habe, weil ich immer nur in Google Maps hat nicht funktioniert. Es hat gar nichts funktioniert. Und man musste ich aber es geht auch, man kann auch den Weg finden. Dann musste ich die Menschen fragen, mit den Menschen sprechen, in Kontakt gehen und die sind alle ganz fantastisch, freundlich und bezaubernd. Und dann bin ich zu dem Telefongeschäft gegangen und habe mit dem Menschen, der hat extra nochmal für mich aufgemacht. Also es war total nett. Jetzt habe ich ihm die Karte, aber es funktioniert nicht. Und jetzt, und dann bin ich ins Hotel und war erstmal kaputt und war nass geschwitzt, weil ich einen englischen Pulli anhatte, einen Schafswollpullover und meine wundervolle Wintermantel. Und war patschnass, als ich angekommen bin im Hotel. Und habe mich erstmal aufs Bett geschmissen, habe mich ausgezogen, habe meine Oliven gegessen, habe die Früchte gegessen. Und dann irgendwann habe ich festgestellt, aha, mein Wasser reicht nicht und ich muss jetzt hier mal gucken, ob ich vielleicht doch was zum Essen kriege. Bin rausgegangen und bin in den Restaurant. Also Israel ist sauteuer, England ist sehr teuer, aber Israel ist noch mal teurer als England. Und bin rausgegangen, habe was gegessen und dann habe ich gesehen, hier ist nicht nur Hafen, hier ist Meer, hier ist Strand. Bin dann gestern Abend noch runtergelaufen an den Strand, war barfuß im Strand, habe Muscheln gefunden und ja, also natürlich habt ihr hier, ihr habt hier die Hochhäuser und es ist Tel Aviv und Tel Aviv ist eine Großstadt und es ist ganz grauenvoll und nein, es ist nicht grauenvoll, es ist wundervoll. Und ich habe gelesen, Jerusalem ist auch eine Großstadt. Also ich habe ja geografisch nicht so wirklich eine Ahnung. Aber das Schöne ist, wenn du gar keine Ahnung hast und einfach folgst, wo dich deine Füße hinleiten, wo dich das Leben hinleitet, dann kannst du so überrascht werden. Und ich bin von dem Meer überrascht worden. Und es ist einfach wundervoll. Und es ist so warm, sogar mein langärmliches Oberteil könnte kurzärmlich sein. Und heute früh bin ich aus meinem Hotel raus, bin ich praktisch schon rausgeworfen worden. Ich dachte, ich kann bis 11 Uhr drinnen bleiben, aber dann war es doch nur 10. Und dann ist aber gegenüber ein Hostel, was viel günstiger ist. Und habe dann mit den Menschen vom Hostel gesprochen. Und ja, hat gleich in dem Hostel eingecheckt und hat über Gott gesprochen, hat gechannelt. Also Israel ist wirklich ein bewegender Platz, hat mich erkundigt, was okay ist, ob es okay ist, über Gott zu sprechen. Ach, und über alle, die sich gewundert haben, mit England und Visum und überhaupt, nein, ich habe kein Visum für England. Ich habe aber auch keins beantragt und deswegen musste ich ja auch raus aus England, weil ich noch öfters nach England gehen will. Aber jetzt bin ich erstmal hier, bin in Israel. Ich bin in Israel und hier sind Palmen und ich bin am Strand und ich war Weihnachten in Bethlehem sein. Und ja, es bewegt mich tief. Ich treffe morgen eine Freundin, die ich über Facebook kenne, eine ganz bezaubernde. Heute werde ich ein bisschen mit Israel in Berührung gehen, mit Tel Aviv in Berührung gehen. Und mit dem Land in Berührung gehen, mit den Menschen, mit den Früchten natürlich. Und morgen bin ich dann bereit und dann kann ich meine Freundin treffen, die im Norden ist und ich bin gespannt. Wir haben uns noch nie in der Wirklichkeit getroffen und ich bin gespannt, wenn wir uns dann echt treffen. Das ist eine ganz bezaubernde Frau, die Hebräisch, Aramäisch und alles Mögliche spricht und ganz viel weiß. Und ich freue mich wirklich. Ja, und ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten. Wenn wir jetzt wieder ins Meer zurückgehen,
mit dem Land in Kontakt stehen. Danke. Danke an Gott, danke ans Leben, danke, dass du mir zuschaust, dass du mich begleitest, dass du da bist. Danke für dich. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, wo auch immer du gerade bist. Ganz liebe Grüße und ganz herzliche Umarmung. Tschüss.